Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, da sind wir wieder. Der Anfang der zweiten Castle Miner Set Woche, die Folge 8. Ich wollte ja eigentlich mit euch jetzt ein bisschen in die Tiefe gehen. Ein paar Patronen haben wir ja. Wir haben ja auch schon einiges Interessantes gefunden. Zum Beispiel hier ein bisschen Gold, das dauert ja ewig. Vielleicht hätten wir mal ein bisschen Holz mitnehmen sollen. Die sind schon sehr interessant hier, die Höhlen. Oh, Rohstoffe ohne Ende. Hier unten ist es eigentlich relativ sicher. Weil meiner Meinung nach die Skelette nicht ganz so gefährlich sind wie die Zombies. Die Untoten. Gucken mal, dass wir ein bisschen hier was mitnehmen. Vielleicht müssen wir doch nochmal zurück. Wir brauchen ja noch eine Ersatzspitzhacke. Wenn wir uns hier schon in die Tiefe wagen. Es geht ja jetzt auch darum, diesen Rotstein zu besorgen. Mit dem man eine sehr effektive... Jetzt kommt einer. Haha. Mit dem wir diesen... eine sehr effektive Spitzhacke bauen können mit dem Rotstein. Es könnte natürlich auch sein, dass wir eine aus Gold eine schicke Spitzhacke bauen können, die eine Weile hält. Bei Minecraft ist es ja so, dass die Spitzhacke nicht so lange hält mit Gold. So. Mal glubschen. Ah, ein bisschen Kohle können wir noch mitnehmen. Dann gehen wir vielleicht mal wieder kurz zurück ins Lager, noch ein bisschen Werkzeug craften. Und dann gehen wir wieder hier runter, um mal zu gucken, was uns da so erwartet. Jetzt natürlich die Frage, warte mal, wir können ja den Kompass nehmen. Damit wir ein bisschen die Richtung finden. Ich denke mal, rot ist unsere, grün ist unsere Richtung. Ja? Na los, komm hier lang. Von hier sind wir gekommen, kann ich mich aber gar nicht daran erinnern. Ups. Ist nicht unsere Richtung, war, oder? Ist ja auch hier nur erleuchtet wegen der Lava. Gut, dann werden wir mal hier hochlabern, hochlatschen, hochdingsen. Ach so, ja, stimmt ja, man kann ja hier drei Blöcke springen, das ist ziemlich cool. Tja, war eigentlich klar, dass ich hier nicht wieder nach Hause finde. Oh, habt ihr das eben gehört? Hier muss irgendwie ein höllisches Monster in der Nähe sein. Bis jetzt haben wir ja noch keine anderen getroffen, außer... Ach so, doch, ein Drachen schon. Und Skelette und Zombies. Also es gibt ja auch noch mehr Monster. So, sehr schön. Und noch ein Gold. Ja, sehr schön. Na gut, dann nehmen wir das auch noch mit. Müssen wir die Fackel nochmal neu setzen. Wie dunkel. So, jetzt aber trotzdem die große Frage, wie wir hier wieder rauskommen, wo wir überhaupt hergekommen sind. Eieieiei. Da war ich doch eben schon lang. Hier geht's nicht lang. Oh, nein, ich will zurück nach Hause. Ich muss doch was craften. Holz. Oh, ich habe sogar Holz bei. Vielleicht kann ich ja jetzt eine Spitzhacke craften. Und? Na, guck mal hier. Stein. Ich will keine Steinspitzhacke. So, jetzt Steinspitzhacke. Kupferspitzhacke. Naja, besser als gar nichts, wa? So. Gut, dann bleiben wir noch hier. Irgendwie werden wir schon wieder nach Hause finden. So, gucken wir mal. Hier haben wir nochmal Gold. Oh, ich höre es schon wieder. Hallo, Skelett?
Boah, Gold ohne Ende. Und hier geht's weiter. Ist natürlich cool, diese ganzen Höhlen hier zu erkunden. Wow. Ah, da haben wir Rotstein, glaube ich. Ah, das ist die tiefe Ebene. Hier haben wir Rotstein, sehr schön. Nehmen wir mal gleich was mit. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt nicht. Das ist die Hölle. Dass wir nicht allzu sehr belagert werden. Blutstein, genau. Und aus Blutstein können wir super coole Spitzhacken bauen. Oh, das dauert jetzt eine Weile hier mit unserer Kupferspitzhacke. Und mal hoffen, dass wir lebend hier wieder rauskommen, ohne dass wir unser ganzes Zeug verlieren. Eieieiei. Geht das jetzt gar nicht? Bräuchte ich da eine Eisenspitzhacke für? Oh, das dauert aber. Das dauert. Mist. Ich höre sie schon wieder. Frage ich mich, ob ich jetzt eine Eisenspitzhacke machen kann. Ich habe ja. Oh, Eisen habe ich nicht viel. Hätte ich noch mehr Eisen abbauen müssen. Holz, wie sieht es mit Holz aus? Wir könnten uns theoretisch eine Eisenspitzhacke bauen. Dazu müssten wir aber noch ein bisschen mehr Eisen abbauen. Eisen war das gelbe Zeug, wa? Ah, wo kriegen wir denn jetzt auf die Schnelle nochmal Eisen her? Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Ich glaube, so drei, vier Stück brauchen wir schon. Oh, die Kupferspitzhacke ist aber nicht gut. Es dauert eine Weile hier. Ja, jetzt ist die Frage, ob man hier wieder nach Hause findet, wa? Das war's schon. Ah, okay, da haben wir noch mal Eisen. So, mal gucken, ob das jetzt schon reicht für eine Spitzhacke. Nee. Ach, Eisenerz haben wir doch 12. Warum können wir da nichts jetzt draus machen? Ich will Eisenerz craften. Hier. Eisen. So, das. Warte mal kurz. Ich höre hier ein Skelett. Jetzt will ich eine Eisenspitzhacke. Steinspitzhacke? Eisenspitzhacke. Gut, dann nehmen wir die mal. Nein, 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 nein. Wo ist er? Wo ist er? Ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Komm her, du Lump. Komm her, du Lump. Ich bring dir um, ich erschieß hier. Ich erschieß hier voll in der Omme. Ich höre ihn, aber er kommt nicht. So, ich wollte aber jetzt hier mal auf Eisenspitzhacke wechseln. Dann gehen wir nochmal zu dem Blutstein, falls wir ihn jetzt spontan finden. Dass wir da vielleicht nochmal gucken, ob wir mit der Eisenspitzhacke mehr Erfolg haben. Bam, babadam, bam. Bam, babadam, bam. Ich glaube, hier runter war. Ja, Blutstein, Blutstein, Blutstein. Fackeln sind alle. Oh, ho, 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 nicht gut. Wollte ich Blutstein oder? Eieiei, der lässt sich ja echt schwer abbauen. Oder brauche ich da eine Goldspitzhacke? Das könnte auch sein. Ah, Mist, ey. Kann ich vielleicht noch ein bisschen Gold craften? Goldbahn, los, komm, lass mich mal ein paar Goldbahnen machen. Okay. Und jetzt vielleicht eine Goldspitzhacke. Hier. Ping. Vielleicht haben wir damit mehr Erfolg. Ah, Mann, 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 der lässt sich aber echt schwer. Komm, ein bisschen Geduld jetzt. Bisschen Geduld. Mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Na? Du komm schon, Blutstein. Oh Mann, der lässt sich aber schwer abbauen.
Es dauert ja Minuten, da kann ich in der Zeit mal einen Kaffee trinken. Kriegen wir nicht runter, ey, Mist. Kriege ich nicht ab. Boah. Alter Schwede. Probier's nochmal mit der Eisenspitzhacke vielleicht. Und Skelett. Ups. Ich höre es schon wieder. Wo bist du? Skelett, bösartiges. Weiter geht's. Wir probieren es nochmal mit der Eisenspitzhacke. Eieieiei. Und ich hätte jetzt mal gedacht, ich krieg den Blutstein abgehauen. Nicht, dass ich da noch irgendeinen speziellen Diamantschneide-Dingsbums brauche. Na, du komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Blutstein, komm, Blutstein, komm, 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 los, 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 los. Ja. Keine Chance, ich krieg das Zeug nicht abgehauen. Wow, alter Schwede. Gut, Leute, warten wir jetzt mal. Ich bin davon überzeugt, dass man den abbauen kann. Scheinbar vergleichbar mit Obsidian. Ach, vielleicht brauchen wir da sogar eine Diamantspitzhacke. Das wäre natürlich auch eine Variante. Ich höre schon wieder ein Skelett. Wir werden uns jetzt mal wieder nach oben machen. Mal die Hälfte leider hier lassen. Vielleicht mal auf Kompass umsteigen. Der Kompass zeigt uns ja die Richtung nach Hause. Aber ist natürlich in diesem Labyrinth hier jetzt ein bisschen schwer. Da nicht lang. Wenn dann. Oh, okay. Wenn dann nur da lang, wo die Fackeln sind. Und ich weiß ja auch nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Jetzt könnte man sagen, gut, geh mal den Fackeln nach, aber dazu hätte ich die Konsequenz rechts setzen sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Heieieiei. Wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause? Da will ich nicht runter. Ich brauche eh. Ah, guck mal, Diamanten. Die sich natürlich jetzt auch schwer abbauen lassen. Fackel wieder aufstellen, woanders, an einer anderen Stelle. So. Komm, ich will den Diamanten haben, oder? Warte mal, wir gehen mal nochmal auf Goldspitzhacke. Vielleicht macht das Sinn. Kurz checken die Umgebung. Okay. Burg, wie das voll die Gänsehaut gekriegt. So, nun komm schon, Diamant, Diamant, ich will dich haben, ich will dich haben, Diamant, ja, cool. Mehr Diamant gibt's hier nicht? Gut, dann müssen wir uns damit abfinden. Bin immer über Lava gelaufen, scheinbar verbrennt man da nicht. Entschuldigung, ich will nach Hause. Ich will wieder nach Hause, wo bin ich denn hergekommen? Guck mal, da oben ist es auch so interessant. Hier lang, ja, das könnte eine richtige Richtung sein. Das könnte eine richtige Richtung sein. Ne, hier nicht, glaube ich. Da sind keine Fackeln. So, aber, da auch nicht lang. Hier hoch wäre nicht schlecht. Ja, nächstes Mal sollten wir bestimmt. Da hoch vielleicht. Nächstes Mal sollten wir bestimmt die Fackeln konsequent irgendwie rechts setzen, dass wir da irgendwie ein System drin haben. Da hoch. Gucken, ob wir da hochkommen. Oh ja, drei Dinger. Das ist cool. Wie hoch der springen kann, ist echt geil. So, hier lang. Oh. Tja. Wir haben uns schon ein bisschen weiterentwickelt.
Ah, da ist unsere Tür. Ah, ha, 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 juhu. Und die Tür wieder zumachen. Ups. Ja, mach die Tür zu. Warum wollten wir jetzt eigentlich zurück? Ach so, wir brauchen Holz, genau. Wir brauchen ein bisschen Holz. Dann lass uns doch mal ein bisschen Holz mitnehmen. Das Zeug mal hier lassen, was wir hier gefunden haben. Oh, den Diamanten auf jeden Fall hier lassen, der ist wichtig. Jetzt würde mich mal interessieren, ob ich aus dem Diamanten schon was craften. Na, ist hier jemand in der Nähe? Oh, jetzt ist nachts oder was? Kann ich ja aus dem Diamanten schon irgendwas machen? Diamantgehäuse, wow. Diamantgehäuse, kann ich nicht eine Diamantspitzhacke machen? Ich will eine Diamantspitzhacke. Zwei Diamanten brauche ich dafür. Gut, da müssen wir noch ein bisschen weiter suchen nach Diamanten. Holz haben wir scheinbar einigermaßen viel. Was haben wir hier nochmal? Ein Gehäuse, wa? Gut. Munition haben wir. Eisen können wir hier lassen. Bisschen Holz nehmen wir mit. Achso, sag mal, wir könnten noch Fackeln gebrauchen, fällt mir gerade ein. Ups. Könnten wir noch. Ey, 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 warum läuft denn der? Jetzt habe ich hier irgendeine Taste betätigt. Mist, ich habe irgendeine Taste gedrückt. Oder was? Ach Gottchen, warum läuft denn das jetzt? Oh. Ach Mystikark, was ist denn das jetzt? Ein Bug oder was? Ist bei mir hier irgendeine Taste einge. Nein, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. Meine Munition. Hör auf, meine Munition zu verschießen. Rechtsklick, Stapel aufteilen. Was ist denn das jetzt hier? Was ist denn das jetzt? Warte mal, ich mach mal kurz die Tastatur aus und an. Läuft trotzdem weiter. Oh, das ist natürlich ungünstig. Okay, ich muss mal gucken, wie ich den Fehler hier beheben kann. Wahrscheinlich durch einen Neustart. Wir sehen uns dann morgen wieder. Oh, meine Munition. Wir sehen uns dann morgen wieder. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Adios, muchachos, ufonautos.